Rumruckeln. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Adventure Map und der Hardy, der versucht immer noch hier die Dinger hochzukommen, genauso wie der Dennis, die kriegen. Das war echt ein Fehler, nach dem letzten Mal aufzuhören, ey. Jetzt bist du wieder raus, ne? Jetzt bin ich voll raus. Ja, kein Wunder. Ja, aber ich hatte voll Hunger beim letzten Mal. Ich hatte voll Hunger beim letzten Mal, weil ich voll schwul bin. Komm mal an Abgang. Fuck you. Cool. Nein! Scheiße, schon auf den längeren Ende. Ja, ich hab halt den längeren Hebel in der Hose, mein Freund. Oh, nur weil du snap. Den hast operieren lassen. Ey, Dennis, hast du jetzt eigentlich mal nachgefragt, ob ich über diverse Sachen reden darf? Ja, ich, wie gesagt, ich bin gerade eigentlich am Telefonieren, aber der Typ hat nicht zurückgerufen. Das heißt, ich könnte eigentlich gleich nochmal ganz kurz AFK gehen, um zu telefonieren. Ich sehe da nämlich eigentlich gar kein Problem gegen, weil eigentlich wollten wir das ja für nächste Woche auch ankündigen. Ja, eben. Es ist halt nur die Frage, ob ich da jetzt... Ich wollte ja jetzt nicht rumpussern, aber hätte jetzt halt beispielsweise auch bei unserem Schultreffen gesagt, dass ich dann und dann auch erst da und da erst wieder zurückkomme. Ach so, ja, stimmt. Das ist natürlich eine gute Ausrede, beziehungsweise... Deswegen, ja, du kannst... Ja, gehst du denn hin? Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ja, cool. Alle melden sich an, er geht ja auch wieder ab. Ja, ich will eigentlich hingehen auch, aber das Problem ist, durch die Verlegung unseres anderen Projektes ist das mit dem Schulprojekt jetzt so, dass ich theoretisch meine Freundin 3 Wochenenden hintereinander nicht sehen würde und da habe ich keinen Bock drauf. Oh, dann nimm die doch mit. Nee, doch nicht zum Schultreffen. Warum denn nicht? Nee. Ach, Schluss? Dann sehen erstmal alle von unseren ehemaligen Abiturienten, dass das Unmögliche möglich geworden ist. Hallo, ich hatte während des Abis auch eine Freundin. That's shit. Die war streng gläubig. Ja, aber die war trotzdem hot. Ja, das stimmt. Okay, ich sag mal. Gott sei Dank weiß jetzt keiner, über wen man redet. Guck, wobei andererseits. Ach nee. Aber die Gläubigkeit hat ihre Hotness leider. Ja, beschränkt, sag ich mal. Beschränkt. Nichts gegen gläubige Menschen natürlich, ne, aber. Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich schon echt jenseits von Gut und Böse gewesen. Aber Peter, du nimmst das jetzt aber nicht alles persönlich hier, nur du bist so ruhig. Du redest ja nicht über mich. Ja, stimmt. Hätte ja sein können, dass du dich persönlich verletzt fühlst, weil du mit dieser Person mal zusammen warst. Hätte ja sein können, dass du sagst, boah, hat voll viel Spaß gemacht, abends zusammen zu beten. Das haben wir nie gemacht, du Laberbacke. So, ich muss jetzt irgendwie da hinspringen, ich kann nicht springen! Das ist doch scheiße. Voll Spaß gemacht, abends zu lang zu beten, das ist eigentlich voll geil. Voll geil, ne? Meinst du, die haben auch abends zusammen gesungen, Dennis? Nee, weißt du, was die abends gemacht haben? Die haben sich immer richtig schönen Pop mit Weihrauch angemacht. Ja, das kann natürlich auch sein.